wunderschöne Reise. Mickey, Mickey, bring mich zurück ins Disneyland Paris. Ja, der Zauberkessel. Ich bin sicher, dass wir mit Hilfe deiner Kristallkugel dieses wunderbare Abenteuer noch einmal erleben können. Schnell, schnell, es geht los. Hey, wir sind in der Main Street, USA, als wir im Themenpark ankommen. Alle Walt Disney Filmfiguren sind da, um mich, meinen Bruder Frederick und seinen Freund Michael willkommen zu heißen. Wir wissen gar nicht, wen wir zuerst begrüßen sollen. In der Main Street sieht es aus wie in einer alten amerikanischen Stadt während eines Markttages. Alle Leute tragen Kostüme aus der guten alten Zeit. Die Häuser sind aus Holz oder Ziegelsteinen gebaut und haben alle verschiedene Farben. In der Main Street zu sein ist, als ob eine Gute-Nacht-Geschichte vor meinen Augen zum Leben erweckt wird. Es gibt alte Autos, in die man reinklettern kann und sogar eine Straßenbahn, die von Pferden gezogen wird. Seht mal, da ist Goofy! Du wirst dich für eine entscheiden müssen, Schatz. Nimm doch die hier, die ist ganz gut. Ich will sie mir lieber selber aussuchen. Wisst ihr was? Ich habe Mickey Mouse getroffen. Ihr glaubt mir nicht? Ich kann's beweisen. Meine Eltern haben Bilder von mir mit ihm gemacht. Frederick und Michael wollten zuerst ins Grenzland. Natürlich, das ist das Land der Cowboys. Da sind sie. Sie sitzen auf dem Zug zur Mine. Ich sehe euch später, Jungs. In der Zwischenzeit will ich mich mit Pinocchio treffen. Ich bin hier auf Pleasure Island. Inmitten von Zuckerkarussells und Pfefferkuchenhäuschen. Pinocchio? Pinocchio! Seht mal, da ist die blaue Fee. Hallo, blaue Fee. Hallo, Pinocchio. Hallo, Geppetto. Danach sind wir alle in einem Zug mit einer Dampflokomotive gestiegen und um den Park gefahren. Es war, als ob wir die Welt umrunden würden. Hier ein Geysir, dort ein See mitten in der Wüste. Aber zwickt mich, ich glaube, ich träume. Da ist ein alter Dampfer, genau wie auf dem Mississippi. Cowboy-Restaurant Mittag gegessen. Vielleicht glaubt ihr mir es nicht, aber da war eine Band, die war genauso wie in den alten Western. Goofy hat zu der Musik getanzt. Er kann manchmal wirklich witzig sein. What's your name, Train's Head for Louisville and back. I have my skill, Lord, I have my plan. I was gonna be an engineer man. Manche Leute sagen, dass Phantom Manor sehr gruselig ist. Ich habe mich überhaupt nicht gefürchtet. Naja, fast nicht. Vielleicht ein bisschen. Ich habe gehört, dass es hier 999 Geister gibt, die frei herumlaufen. Ich frage mich, wer der Tausendste ist. Vielleicht bin ich es. Shrouded in a dark disguise, they pretend to terrorize. Grim Green Ghost, come to socialize.
Hey Mickey, warum halten wir an? Wir haben doch eben erst angefangen. Es gibt noch so viele Länder zu besuchen. Mein Traum kann doch nicht schon aufhören. Nimm mich mit ins Fantasyland. Nein, jetzt weiß ich es. Ich möchte jetzt gerne ins Abenteuerland. Danke, Mickey. Soweit, dass wir Afrika besuchen können. Im Abenteuerland kann man wirklich alles kaufen, was man für eine lange Reise braucht. Jedes Mal, wenn man sich umdreht, denkt man, dass man von einem Kontinent auf einen anderen gehüpft ist. Hier sind wir im Land von Tausenden einer Nacht. Oh! Oh! Na, wie steht mir das, Sandra? Hm? Ich will auch eins. Mal sehen, was wir da haben. Genau, das ist es. Prinzessin Sandra in Tausend und einer Nacht. Ja, und Prinzessin Mama in Hunderttausend und einer Nacht. Unsere mutigen Abenteurer, Frederick und Michael, sind auf den Spuren der Piraten der Karibik. Ich glaube, Captain Hook ist so schlecht gelaunt wie immer. Piraten. Ich habe viele von ihnen kennengelernt. Richtige, echte Piraten. Schließlich war ich in ihrem Lager. Sie waren überall, bis an die Zähne bewaffnet. Mit Schwertern und Pistolen. Die Leute hatten schreckliche Angst. Suis-je bien clair, Señor? Ten valor, Carlos. No le escuches. Aber ich hatte Glück. Sie haben mich nicht gesehen. Ich hatte mich in einem Boot versteckt. Votre offre pour cette charmante jeune femme. Hey, faut la vendre au kilo. Pas vrai, capitaine? Wow, was für ein Abenteuer. Wo soll ich jetzt hingehen? Nein? Du willst es aussuchen? Gut, in Ordnung. Warte, lass mich raten. Ich weiß, Fantasyland. Und als erstes in den Alice im Wunderland Irrgarten. Ich habe nicht nur Alice und ihren Hasen kennengelernt, sondern war auch gleich anschließend in Schneewittchens Haus. Die sieben Zwerge waren richtig gut drauf. Ich habe gar nicht gewusst, dass sie auch Musik machen. Und dann öffnet sich eine Tür. Seht mal, eine wunderschöne Prinzessin. Oh, nein, wartet! Das ist die böse Königin. Sie macht Zaubersprüche über ihrem Hexenkessel. Wo sind wir jetzt? In der Höhle des Drachens. Sie ist tief unter dem Schloss von Dornröschen.
Wechsel. Wir treffen hier Kinder aus der ganzen Welt. Puppen von allen 5 Kontinenten. Singend, tanzend und die Hände haltend. Dazu sagt man, es ist eine kleine Welt. Hey, warum halten wir an? Mickey, Mickey, ich bin nicht müde. Na gut, in Ordnung, ich warte. Also, wohin gehen wir jetzt? Hey, ich weiß es. Das ist das Hotel, in dem wir mit unseren Eltern waren. Der Newport Bay Club. Der Pool ist sehr groß. Er fängt draußen im Garten an und geht bis ins Hotel. Im Winter sehr praktisch. Der einzigartige Winnie Pooh macht dort eine Show. Und natürlich sind auch alle seine Freunde dabei. Piglet, Ia, Christopher Robin, Tigger, Rabbit, Kanga und schließlich die kleine Roo. Wirklich eine nette Truppe. Steigen die Jungs zum zweiten Mal in die Indiana Jones Achterbahn. Die beiden fürchten sich gern. Sie wollen uns sogar weismachen, dass sie ihre Augen nicht ein einziges Mal zugemacht haben. Aber das glaube ich ihnen nicht. Sind unsere Eltern mit uns zum Essen in das Disney Village gegangen. Ratet mal wohin. Zu Buffalo Bill. Wir haben die Wild-West-Show gesehen. Juhu! Als wir ins Hotel zurückgekommen sind, bin ich eingeschlafen. Aber ich glaube, meine Eltern sind noch mal ins Disney Village zurückgegangen, um sich zu amüsieren. Was sie dort gemacht haben, bleibt ihr Geheimnis. Erzählt, dass sie auf den Mond geflogen sind. Wir haben tatsächlich gedacht, dass ich ihnen das glaube. Mitten durch Meteoritenschwärme. Wirklich eine blühende Fantasie. Morgen. Stellt euch vor, ihr frühstückt mit euren Lieblingsfiguren. Ein Traum, der wahr wird. Schatz, nicht Autogramm. Meinen zweiten Tag beginne ich hoch oben auf dem Rücken eines Elefanten.
auf, Dumbo! In der Zwischenzeit gehen mein Bruder Frederik und sein Freund Michael an Bord des Star Wars Raumschiffes. Es ist gut, dass sie angeschnallt sind. Wo sind die Bar? Je l'ai fait exprès. Tire à Courcy. Akrobaten, die extra aus China angereist sind. Es ist unglaublich, was sie können. Nachmittagsparade. Am besten gefällt mir der Dschungelbuch-Festwagen. Den finde ich am lustigsten. Oh, Mowgli, Baloo. Wo sind sie? Da ist Baloo. Und Bagheera, der Panther. Ein Hurra auf Ping Loon. Als wir ins Nautilus-U-Boot einsteigen, bin ich die Einzige, die alles über Captain Nemos große Abenteuer weiß. Ich habe die Geschichten von Jules Verne gelesen und wenn ich groß bin, suche ich auch nach Schätzen in den Tiefen des Ozeans. Hallo, Captain. Je suis le Capitaine Nemo. Et voici mon royaume. Capitaine, un monstre gigantesque par tribord devant. Gardez votre sang-froid. Tenez-vous prêt. Tout le monde à son poste. Aye, Captain, standing by. 3, 2, 1, attends. Das kann ich nicht beschreiben. Stellt euch vor, ihr seid mitten in einem Science-Fiction-Film gelandet. Er heißt Liebling, ich habe das Publikum geschrumpft. Meine Schlange ist weg. Ich glaube, sie ist da drüben. Willst du sie für mich suchen?
Es liegt doch niemand unter ihr. Mom! Keine Sorge, das wird schon wieder. Hören Sie, meine Herrschaften, Sie bleiben jetzt einfach auf Ihren Plätzen. Wir machen Sie so schnell wie möglich wieder groß. Sie wissen, was ich meine. Es ist noch nicht vorbei, Mickey Maus. Nein, ist es nicht. Und das weißt du auch. Bei Einbruch der Nacht gibt es den größten Spaß, den funkelndsten, den... Ja. Nimm mich mit und zeig mir die 1001 Lichter der Electrical Parade. Electrical Parade gibt es ein Feuerwerk über dem Schloss. Toll. Ich kann's kaum erwarten, wieder dort zu sein. Aber dann in Wirklichkeit, nicht bloß im Traum. Einen Moment noch. Wir werden gleich erklären, wie man nach Disneyland Paris kommt und wie man einen Aufenthalt bucht. Wenn Sie in Paris sind, sind es nur 30 Minuten zu Disneyland Paris. Nehmen Sie die A4E50 Autobahn und Sie erreichen ohne Probleme den Park oder Ihr Hotel. Ein RER-Zug fährt alle 15 Minuten von Paris aus ab. Der TGV-Schnellzug hält genau vor dem Eingang zum Park. Von den Flugplätzen Orly und Charles de Gaulle können Sie einen VEA-Zubringer benutzen. Es ist sehr leicht hinzufinden und noch leichter, Ihren Aufenthalt zu buchen. Sie müssen sich nur diese Nummer notieren. Das ist die Direktnummer für Disneyland Paris. Über die können Sie alles über Sonderangebote herausfinden. Sie erhalten Informationen und einen Gratisprospekt und können natürlich ein Zimmer in einem der 6 wunderbaren Hotels buchen. Disneyland Paris ist an 365 Tagen im Jahr geöffnet und bietet herrliche Überraschungen zu jeder Jahreszeit mit speziellen Festpreisen für jedermann. Rufen Sie uns an oder fragen Sie Ihr Reisebüro und verbringen Sie ein unvergessliches Wochenende mit Ihrer Familie in Disneyland Paris.